derjenige, der in seiner Leidenschaft verfangen ist, ist nicht so schlecht dran, wie derjenige, der seine Leidenschaft verliert, sagt der heilige Augustinus. Und daran musste ich denken, als ich jetzt gerade kürzlich ein Buch gelesen habe, wo es ging um die Werbungsindustrie in den Vereinigten Staaten und wie sie auch so erotisiert ist. Das heißt, wo es halt ja, irgendwelche nackte Frauen benutzt werden als Objekte, um die Männer zu erregen, sodass Produkte gekauft werden. Und wo er sagt, dass manchmal hat diese Werbungsindustrie ein viel christlicheres Menschenbild als manche Christen. Und was er damit sagen wollte, ist natürlich nicht, dass diese Erotisierung in dem Sinn von der Degradation von der Frau oder wer auch immer da erscheint, dass das gut ist oder dass das christlich ist, sondern dass die Werbungsindustrie etwas gecheckt hat, das vielleicht manchmal wir Christen nicht immer so ganz checken. Und zwar, dass das, was der Mensch, was den Menschen bewegt, Liebe, Leidenschaft und Verlangen ist. Und der Punkt ist halt, dass dieses Verlangen und diese Sehnsucht nach Liebe kommt von außen. Das heißt, es wird uns nicht von uns selber produziert, sondern es wird in uns entfacht. Manchmal kommt dieses Bild oder wird dieses Bild gebraucht von irgendein Engel, der halt einen Pfeil schießt und dir ins Herz schießt und das verwundet dich sozusagen. Es lässt dich leiden, aber leiden in dem Sinn, dass es in dir eine Sehnsucht entfacht und dass du nach Erfüllung diese Sehnsucht eben suchst und dass du nicht glücklich bist, bis du diese Sehnsucht erfüllt hast. Und ich denke, dass es gerade darum geht, im Evangelium von morgen, weil die Pharisäer, die haben überhaupt keine Sehnsucht nach Gott letztendlich wirklich gehabt. Sie waren so überzeugt von sich selber, dass dieses von außen beschenkt sein gar nicht möglich war. Und das ist gerade das Problem des Stolzes. Und deswegen hat es Gott so schwer mit dem stolzen Menschen, weil er in ihm keine Sehnsucht entfachen kann. Und das ist so, weil Sehnsucht nur von außen kommen kann. Das heißt, es ist natürlich meine Sehnsucht, aber der Pfeil, der uns verwundet sozusagen, der uns leiden lässt, der uns einfach auf einmal auf einen Weg stellt und eine Ausrichtung gibt und ein Verlangen nach dem, was das da verursacht hat in meinem Herzen, diese Wunde in meinem Herzen. Und desto größer die Wunde, desto größer ist wahrscheinlich derjenige, der den Pfeil geschossen hat, sagt auch Papst Benedikt. Und daher kann der Stolze nicht wirklich eine Sehnsucht nach Gott entfachen. Nicht? Der Stolz ist das größte Hindernis für die Entfachung der Sehnsucht. Und das Problem ist, dass es zwei Arten von Kenntnisse gibt. Es gibt die äußere Kenntnis. Ich mache eine Beschreibung von einem Auto, das ich gerade fahre, oder von irgendeiner Bibelstelle. Aber das ist einfach nur äußerliche Kenntnis. Und dann gibt es die Erfahrung, dann gibt es die Erkenntnis der Erfahrung. Und die ist ganz anders. Und der Punkt vom Papst auch in einem seiner Bücher ist, dass die Sehnsucht ist ein Zeichen dafür, dass schon etwas erfahren ist. Weil etwas hat mich ja berührt und die Sehnsucht entfacht. Und dieses Etwas, oder wir würden sagen, im Fall von Gott, dieser jemand, ist ja gerade derjenige, der von außen auf uns zukommt und uns bewegt und uns in uns die Sehnsucht entfachen lässt. Aber das setzt voraus, dass ich überhaupt bereit bin, dieses Geschenk, dieses Verwundetseins, in Anführungszeichen, zu empfangen von außen. Und das kann der Stolze nicht, weil der Stolze sein Heil sucht von innen. Er sucht sein Heil, seine Sicherheit, seine Geborgenheit in sich selber, in seine Fähigkeit, Dinge zu leisten, zu tun, zu schaffen. Er kann sich gar nicht beschenken lassen von außen. Er kann sich gar nicht herausreißen lassen aus seiner eigenen Welt durch die Erschütterung der Schönheit, wie es Papst Benedikt sagen würde. Was ich uns allen wünsche, ist, dass wir demütig bleiben und immer wieder, was Papst Benedikt auch sagte, den Glauben ausüben, der nichts anderes ist als die demütige Annahme von seiner Liebe. Und dass wir dadurch immer wieder auch
zulassen, dass die Sehnsucht in uns entfacht wird.